Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Jedi Survivor. Mein Name ist Dr. Skill. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und nachdem ich in der letzten Folge so gemein war und hier stehen geblieben bin, schauen wir mal, ob hier wirklich was passiert. Ah. Okay. Dann wir doch nicht. Guck. Zu finden, oder? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Wie du meinst, Kerl. Geht die Tür auf? Nee. So, dann einmal hier hacken, bitte. Unaufhaltsam wie immer, BD. Oh. Super, Kumpel. Na, dann einmal durch, ja. Okay, sehen wir mal nach, was wir hier haben. Ein Turbolift. Ist da drin der, von dem ich denke, dass das ist? Das muss ich mir genauer ansehen. Ja, das ist sie. Wo fährt er hin? Zum Kontrollturm. Dann ist das unser Ziel. Ich sehe ein Problem. Da unten. Und wo? Da. Droiden. Wir haben schon Schlimmeres gesehen. Sieh dir diese GAPs an. Ich habe einen Plan. Was schauen wir uns an? Mach etwas Lärm, locke sie weg. Du schleichst vorbei. Wir treffen uns wieder beim Turbolift. Was denkst du? Das ist riskant. Riskant haben wir längst hinter uns gelassen. Viel Glück. Dir auch. Gut. Das er schnappt sich wahrscheinlich jetzt den Panzer. So, das Echo nehmen wir da noch schnell mit. Dann wird es ja doch noch ziemlich spannend hier. Das Schiff kann nicht fliegen, aber an Bord befindet sich ein Hangar voller Fahrzeuge. Eine Armee, die uns gehört. Bereit, diesen Planeten nach meinem verschollenen Meister zu durchkämmen. Komisch, diesmal ging's. Ich kann gerade nicht nochmal hüpfen. Gebe ich Signal. Was für ein Signal? Vertrau mir, es wird dir nicht entgehen. Achso, wahrscheinlich hüpfen wir jetzt an so ein Teil dran, oder? Ja. Oh. War das der Plan? Eigentlich nicht. So, der Wolf hier noch. So. Das war, glaube ich, ehrlicherweise nicht mein Plan, aber da wären wir auch nicht durchgekommen, okay. Okay. Ne, da geht's nicht weiter. Der Fahrstuhl. Da können wir hier nochmal meditieren, oder? Da waren wir hier noch nicht. Genau. Entdeckt, gut. Ah, wir haben zwei Punkte. Moment, können wir nutzen. Oh. Wer weiß, wie man Aufsehen erregt. Okay, ja. Egal mit den zwei Punkten, wir müssen hier was machen. Hier, links rum. So. Okay. Jetzt wird gekämpft. Okay. Nimm das. Ist sie jetzt immer noch blockiert? Geht nicht. Na, Seite. Schade. Gut. Gut. Wenn man schnell genug läuft, gar kein Problem. Okay. Relativ viele Schüsse hinter uns und hier ist ein Echo zum Wahrnehmen. Und nun, um meine Arbeit zu testen, Droide, töte ihn. Roger, Roger. Ärgerlich. Oh.
Das sieht doch mal nach einem größeren aus, ja. Oh Mann. So. Ah. Ah. Schön dich zu sehen. Gleichfalls. Braucht irgendjemand einen Hammer dieser Größe? Jetzt nicht mehr. Ich konnte den Weg zum Turbolift nicht finden. Nun, dann suchen wir gemeinsam einen. Danke von dir. Sehr lieb. Aber immerhin sind wir auf dem richtigen Weg hier. So, wahrscheinlich an den nächsten Wagen Anhänger, guess. Ja. Aha. Okay. Wie ist das hier gemeint? Ach, warte mal, vielleicht ist es schlauer, hier mitzulaufen, wenn der um die Kurve geht. Oh Mann, ich bin mir sehr sicher, dass ich dran gehüpft bin. Okay, neuer Versuch. Ja, hat gereicht. Gut. Hey, sieh dir das an. Kannst du sie irgendwie hochziehen? Ich habe eine Idee. Ah. Und vielleicht auch interagieren, okay. Ja. Okay, was machen wir jetzt? Da! Ja! Stark. Nicht schlecht. Okay, das ist eine Abkürzung. Erstmal nach links weiter. Ach, ich will nichts übersehen hier. Der Fachbegriff lautet Jurten. Wohnquartiere. Hab sie auf Merrick 9 gesehen. So viele Jurten wie nirgends sonst. Wohnquartiere? Dann sind wir ja mittendrin. Hm. Ah. Wie kommen wir hier ran? Gut. Bald werdet ihr einem neuen Meister dienen. Ah, das ist die Abkürzung von da, ich verstehe. So. Die Jotenkaserne. Ah, davon sind zwei Wächter. Ein Jedi. Ah. Das ist die Waffe eines Jedi. Wo denn? Ah. Gut. Ich mache trotzdem weiter. Nett. In welche Richtung geht's? Hier vorne sind noch mal welche. Ist da drüben jemand? Heute nicht, mein Freund. Ah, ich glaube schon. Da unten geht's weiter. Sind wir soweit richtig? Ich habe das Gefühl, wir sind irgendwie falsch hier mit den Jurten. Hm. Mal gucken. Sie wollen zu uns. So. Machen wir die mal fertig. Gut. Ah, nett. Wir werden Helden sein. Ich bin noch nicht mit dir fertig. Ah. Ne, okay, aufgeräumt. Du kannst mich nicht brechen. Ah. Boah, ist echt schwer, den zu brechen. So, da müssen wir dann hoch. Machst du das schon mal? Kannst du das runterwerfen? So gut wie erledigt. Ah, hier ist noch zu. Das sind alles Wege, die wir wahrscheinlich erst noch kennenlernen werden. Ah, danke. So. Kommst du, Kerl? Ich habe dieses Seil nur für dich runtergelassen. Wie lieb von dir. Ah ja, aber hier die Abkürzung. Ah, da oben ist nochmal einer mit dem Hammer. Ah, wir lassen uns. Okay. Wir
dazwischen wohl eher ab gerade. Kannst du dich ein bisschen beeilen? Ja, danke. Was glaubst du, wie diese anderen Kompasse verschwunden sind? Ich wette, dass Santari Cree dafür verantwortlich ist. Ohne Witz. Wenn sie sie zu dem Bagdatan geschickt hat, steckt vielleicht mehr hinter dieser Geschichte. Wir retten also sie, hauen ab, finden Tenelor und dann... Was? Ich plane nur von Tag zu Tag. Vielleicht irgendwas mit Marin? Ah, sie hat ihren Weg, ich hab meinen. Ja, ich weiß, Jedi wollen sich nicht binden, aber... Das ist wahr. Vergiss nur nicht, wer du wirklich bist. Ja, und was meinst du damit? Vertrau auf dein Herz. Die Lage da draußen wird nur schlimmer. Das Leben ist wertvoll. Und das Glück auch. Ich wünschte, es wäre so einfach. Es ist so einfach. Wenn du eine Zukunft mit Marin siehst, akzeptier sie. Versteh's nicht. Ich kann nicht einfach... Boot. Hey, Klappergestelle. Hier drüben. Noch ein Stück. Perfekt. Danke. Ich suche einen anderen Weg. Du findest den Droiden. Und bleib am Leben. Ich hab vorhin schon kurz den Blick hier rüber schweifen lassen. Ich dachte mir schon, irgendwie geht's in die Richtung vielleicht. Okay. Also wieder getrennt. Das ist nicht besonders einladend. Überhaupt nicht. Das hört sich ja nicht gut an. So, wo ist hier? Hier ist eine Lücke. Ich glaube, hier war schon lange niemand mehr, Kumpel. Ah, Druide. Die Druiden aus der Waldanlage? Ist hier? Nee. Ah, die werden wissen, wo wir kommen. Okay. Also nicht in diese Richtung. Oh, mal hier. Langer, dunkler Gang, wie ich so etwas liebe. Dagon wird sie zerstören, um zu bekommen, was er will. Er ist besessen. Wir hätten sie nicht am Außenposten zurücklassen sollen. Wir müssen sie zurückholen. Einfach durch die gruseligen Sachen hier durchlaufen. Das ist im Prinzip eine gute Devise. Aber einigermaßen vorankommen. Das ist für mich. Es geht nach unten. Okay. Oh Mann. Oh Mann, okay. Jetzt schnell ein bisschen hier laufen. Oh Mann. Bisschen zur Seite weichen. Wir kommen hier noch nicht durch. Was ist das denn jetzt hier? Okay. Sofort verschwinden.
Das war clever. Manchmal liegt die Lösung eines Problems in der Sichtweise. Betrachte die Situation immer aus verschiedenen Winkeln. Das ist nach oben und unten Türen. Nicht schlecht. Jetzt haben wir ganz viele Möglichkeiten. Gehen wir. Perfekt. Und mit Blick auf die Uhr bedanke ich mich wieder recht herzlich bei euch fürs Zuschauen dieser Folge. Schaltet auch sehr, sehr, sehr gerne morgen wieder ein. Bis dahin. Ciao, ciao.